So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Arma 3 Exile. Ich bin jetzt hier gerade bei Pustoschka gespawnt, werde mir da jetzt ein paar Waffen zusammensuchen, gegebenenfalls eben Ausrüstung. Da hinten sehe ich schon Bases. Wir befinden uns auf dem CGC-Server, da war jetzt relativ viel los. Und das ist gut. Da unten ist ein Transporter. Den werde ich mir vielleicht sogar gleich holen, um dann vielleicht am Airfield vorbeizuschauen, wenn der nicht abgeschlossen ist. Wir werden sehen. Zum Glück nicht abgeschlossen. Da haben wir schon mal unsere Fahrgelegenheit gesichert. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier, glaube ich, zwei Militärbaracken sind, wo wir uns jetzt mal ein bisschen ausrüsten können. Und hier wäre auch schon ein Auto gewesen. Ich hoffe, hier ist jetzt niemand geparkt und meint jetzt hier, uns Zeug wegzulooten. Oh, die sind sogar noch. Oh, hallo. Die nehmen wir doch direkt. Wir haben nur keinen Rucksack. Holy shit. Klau doch nicht mein Auto. Schieß ich Platzpatrone oder was ist jetzt kaputt? Ich wollte hier, der wollte mir doch den Rucksack geben, was er dabei hat. Jetzt schreibt mal in die Kommentare, was war das jetzt? Bin ich zu behindert zum Aimen oder verschieße ich Platzpatrone oder war das das Leck des Zornes? Und ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Holy shit. Jetzt höre ich Schüsse da hinten. Irgendein Sniper oder irgendwas. Da hinten kommt ein Quad. Alter, das war jetzt krass auf jeden Fall. Schreibt gerne in die Kommentare. Vielleicht habe ich ja doch zu scheiße geschossen. Kann ja mal passieren. Da wäre auch noch mal ein fettes Lang im G. Oder haben die jetzt komplett hier Platzpatronen mit eingefügt? Zum Erschrecken. Da oben ist auf jeden Fall auch gerade jemand gekommen. Ein Rucksack oder eine Weste oder irgendwas wäre noch nice. Hallo? Also ich weiß jetzt nicht, was hier los ist. Also, mein gut, es war jetzt gerade kein Meisterschuss. Aber jeder sollte die Effektivität sehr lange im Gs kennen. Also es kommt mir echt so vor, als entweder sind die irgendwie, haben die Munition deaktiviert, das ist, weil die zu OP sind, oder ich meine, dann könnten wir sie aus dem Loot-Spawn rausnehmen, aus dem Loot-Table. Keine Ahnung. Bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Oder ich habe halt den Alpha nicht getroffen, aber naja. Ich bin mal gespannt, was ihr in die Kommentare dazu schreibt, ob ich einfach zu blöd zum Zielen bin oder. Ich weiß nicht, ich habe auch schon eine Weile nicht mehr auf dem Server gespielt. Vielleicht hat sich tatsächlich irgendwas geändert und die langen MGs sind ziemlich OP, das ist bekannt. Kommt jetzt hier ein Schuss? Doch, da kommen Schüsse an. Also, ich vermute einfach mal, ich habe einfach zu beschissen gezielt und belasse es mal damit. Okay, er hat mich jetzt getötet, hat sich eine Waffe geschnappt. Also es sah schon ein bisschen nach Leck auch mit aus, weil ich auch ein bisschen verspätet runtergeflogen bin. Er muss jetzt noch easy sagen, weil ich ihn nicht getroffen habe. Okay, kann man mal machen. Auf jeden Fall. Jo. Ich weiß gar nicht, wo die Server stehen. Vielleicht stehen die in Amerika, ich weiß es nicht. Dann gehen wir einfach mal jetzt in Balota raus und gucken mal, was da so los ist. Am Airfield geht immer was ab. Kurz ein bisschen Ausrüstung zusammen schnappen. Und vielleicht mal wieder nach Tscherno. Da war ich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr. Hier ist alles voll mit Stacheldraht. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr. Ja, da kommt jemand mit dem Quad.
ob ihr generell gerade derzeit noch Arma 3 spielt, Exile, und natürlich auch gerne auf welchem Server ihr spielt. Wo man vielleicht auch mal wieder mit der ganzen Gang ein bisschen abhängen kann auf den Servern. Ja, das ist auch, glaube ich, ein... Der möchte sich aufloten. Ja, nimm den langen Weg. Ah, das ist dieser Geräuschbug, wenn man in die Räume reinläuft, dass man hinter sich Steps hört. Das ist richtig ekelhaft. Das liegt hier. Ein Schalldämpfer kann ich auf den Gegner werfen. Ah, es kann natürlich auch sein. Ich habe jetzt auch noch diese Spawn Protection, glaube ich. Bis ich was aufhebe. Kann natürlich auch sein, der hatte eben diese Spawn Protection. Das wird das Ganze nämlich gleich erklären. So, dann ziehen wir den Rucksack an. Nehmen uns auch gleich noch die Klamotten. Wenn die passen. Nee, passen nicht, oder? Nee. Aber egal, wir haben schon mal einen Rucksack. Da vorne habe ich eine Waffe liegen sehen. Ich habe immer noch die Spawn Protection. Wahrscheinlich ab jetzt nicht mehr, ja. Dann wäre das auch mal geklärt. Da hatte der einfach die Spawn Protection noch an. Aber ich meine, keine Ahnung, kennt ja jeder. Sobald er eine Waffe einfach hat, schießt er dann eh. Ne, ich wollte die jetzt eigentlich haben. Schießt eh der auf dich dann. Deswegen wollte ich eigentlich nicht viel auf diesen Fresh Spawn geben und direkt auf ihn schießen. Ist das eine Weste? Jo, MK18 Mod, auch eine nice Waffe. Was ist das? Ist das die Sokom Spar? Okay. So, jetzt haben wir ein bisschen Ausrüstung zusammen. Eine Weste, ein paar Klamotten wäre noch nice auf jeden Fall. Ich sehe gerade, 55 Spieler sind auf dem Server, auf jeden Fall gut besucht. Ich glaube, auf dem war nur das Problem, dass der abends dann in der Primetime zu gut besucht war und wir dann immer Probleme hatten, in der Gruppe drauf zu gehen und deswegen nicht mehr da gespielt haben. Da sind Schüsse unterwegs. Ah, da haben sie die kleinen Magazine schon eingeführt. Zwar glaube ich, ja, weil die halt einfach auch zu OP sind. Gucken mit meinem riesen Rucksack, ob ich hier irgendwie umgesehen hier oben rumkomme. Kurz einmal umher. Holy shit. Ja, von dort hinten. Und hier unten ist auch Steps. Ich sehe gerade. Ich habe die Waffe, aber irgendwie keine Munition. Ist der jetzt oben? Ist der oben? Oder ist der unten? Holy shit. Gerade dieses. Oh Gott, wo ist es? Was ist es jetzt? Gerade nicht gerafft mit der Munition und dann kommt er in dem Moment natürlich hoch. Ja, Arma 3 verzeiht einem auf jeden Fall nichts. Werde ich hier nochmal spawnen können? Nein, könnte ich gar nicht sogar. Dann gucken wir mal nach Elektrowadorsk. Gucken, was da so los ist. Hier ist direkt eine Baracke. Da ist direkt ein Spieler. Was macht der? Dem seinen Ghillie möchte ich aber haben, aber dafür bräuchte ich erstmal eine Waffe. Der ist wahrscheinlich AFK oder irgendwas. Oder ich finde hier schon gar nichts. Weil hier schon overlooted ist. Rucksack und eine Weste, schon mal nice. Ne, der steppt draußen. Da läuft er. Läuft, glaube ich, sogar in die Richtung hier. Da hinten läuft er raus, okay. So, da vorne ist noch eine Chance auf eine Waffe. Vielleicht auch schon hier drin, wenn er da nicht gelootet hat. Hallo? Nein, keine Waffe. Aber hier in dem Häuschen vorne spawnen immer noch gerne Waffen. Ah, die Steps sind auch ult... Oha. Aber hier für den
Sinne ist es die AK erstmal. Wobei ich das Scharfschützengewehr gerne mitnehmen würde. Passt es hier mit rein? Einwandfrei, passt rein. Bisschen Munition. Falls wir nachher irgendwie auf Entfernung kämpfen. Okay. Nimm das zurück. CZ M40A3. Gebonkt. CZ Munition raus. Hier haben wir nur kein Scope, aber wir werden bestimmt noch was finden. Das laden wir kurz um. Ah, Klamotten gehen auch wieder nicht. So, das Autofire. Jetzt können wir mal gucken, wo der gerade sich hinbewegt hat. Da vorne ist ein Fahrzeug und auch ein Militärturm, wo wir die Chance haben, einen Scope zu finden. Für das nette Scharfschützengewehr, das wir gerade gefunden haben. Nehmen wir das direkt. Alles ist besser als laufen. Oh, da sind auch nochmal Baracken. Da ist richtig viel los. Können wir hier über die Schienen fahren? Dann fahren wir lieber vorne lang. Das muss Auto jetzt nicht riskieren. Ah, jetzt. Okay. Never mind. Ich habe nichts gesagt. Holy shit, da geht's ab. Irgendwo von dort hinten wird hierher geschossen. Hier sind auch Leichen schon. Das heißt, da ist irgendwo ein Sniper unterwegs. Dann wär's. Holy shit. Ei, dann ist dann der Wetter. Ja, muss man erst wieder reinkommen. Typisch Elektro, da liegt irgendwo ein Sniper auf den Hügeln. Kennt man ja. Ich würde sagen, für die erste Runde belasse ich es mal dabei. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was es am Anfang war. Und ob ihr generell gerade wieder Bock habt, Exil mehr zu sehen, dann mache ich da natürlich auch mehr Videos dazu. Ich habe auf jeden Fall Bock, wieder das zu zocken. Und schreibt mir natürlich auch eure Serverempfehlungen in die Kommentare. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Über ein Däumchen hoch würde ich mich natürlich auch freuen als Support. Und dann, jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.